Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Boah, ich sehe super aus. Ich mache mir jetzt gleich die Haare. Ich wollte bloß vorher schon mal das Intro drehen und euch erzählen, was in diesem Video so zu sehen gibt. Und zwar habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit ein Alltags-Make-up-Video gedreht und habe da gesagt, dass ich mir gerne noch ein paar Sachen kaufen würde und beziehungsweise eigentlich wollte ich die online bestellen und dann habe ich gestern unseren Wocheneinkauf gemacht und musste zu DM, weil ich viele Produkte im Lidl nicht kriege und deswegen war ich so oder so bei DM. Wenn ich das nächste Mal einkaufen bin und mehr Zeit habe, gerade auch abends, ist im DM wirklich nichts mehr los. Also da muss man auch keine Angst vor Corona haben. Da kann man auch in Ruhe sich dann irgendwie Make-up kaufen, ist so meine Erfahrung. Genau, auf jeden Fall möchte ich euch gleich mal zeigen, was ich mir gekauft habe und das dann auch gleich mal anwenden. Ich mache mir jetzt erstmal meine Haare, wenn das Glätteisen fertig ist. Fertig und bevor ich das Make-up euch zeige und ausprobiere, reinige ich aber erstmal mein Gesicht. Okay, ich habe alles mal hergeholt, was ich mir gekauft habe. Zum einen habe ich jetzt meine eigene Haut- und Kindercreme, die nicht Philipp und auch nicht Karl mit benutzen. Wenn sie sie entdecken werden, die sie schon benutzen, also speziell Philipp, aber muss ich ihm ja nicht verraten, dass ich die da habe. Dann habe ich mir solche Make-up-Eier gekauft. Das sind drei verschiedene. Die sehen auch alle unterschiedlich aus, deswegen sind sie auch verschiedene. Der hat zum Beispiel so ein... Der ist einfach nur flach unten dran und der hat hier so eine abgeschrägte Kante. Ich habe allerdings die Verpackung weggeworfen, weil ich dachte, ich probiere die einfach so aus und benutze sie so, wie sie für mich am besten sind. Anstatt dass ich mich an diese Vorgaben da richte, der eine ist für dies, der andere ist für jenes. Und dann komme ich damit nicht so zurecht, aber benutze es so, weil man das so macht. Wisst ihr, wie ich das meine? Also im Prinzip geht es ja eigentlich nur darum, dass man... dass das Ergebnis schön aussieht und wie man zu dem Ergebnis gekommen ist, ist ja eigentlich egal. Weil wenn du ein schönes Make-up hast, fragt dich dann auch keiner, oh mein Gott, hast du das und das mit diesem und jenem Make-up-Ei gemacht? Und dann sagst du, nee, dann sagt er, okay, ist hässlich, so ist ja nicht, ne? So, dann habe ich mir eine Contouring-Palette mit zwei Farben gekauft, das ist die hellere. Ich habe mir gestern ein Video zum Thema Contouring angeschaut und dachte mir so, probierst du es einfach mal aus, also nachdem ich die gekauft hatte. Ich wollte sowas so oder so schon länger mal lernen und dachte jetzt so, Corona, freiwillige Selbstisolation ist vielleicht der richtige Moment dazu. Ich habe mir auch einen Pinsel gekauft, den hier, das ist eigentlich so ein Masken- und Make-up-Pinsel. Der ist voll weich, ich finde den super cool. Der sieht auch einfach toll aus. Auf jeden Fall weiß ich, dass es kein Contouring-Pinsel ist. Ich hatte auch erst einen Contouring-Pinsel in der Hand. Und dann dachte ich mir so aber, dass ich mir es besser vorstellen könnte, das damit zu machen. Weil ich bin so Grobmotoriker und ich glaube, ich kann damit besser umgehen. Wie gesagt, im Endeffekt fragt dich keiner, wie du das gemacht hast. So, und dann habe ich mir noch einen Concealer gekauft. Der ist so hell. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Er sieht aktuell sogar heller aus als mein Hautton, was natürlich gut ist. Wobei ich glaube, dass also Concealer machst du dir unter die Augen. Meine Meinung. Also hier, das weiß ich auf jeden Fall. Zum Beispiel um, wie nennt man das, Augenringe zu verdecken oder sowas. So, und da ist es natürlich besser, wenn der krasser ist von der Farbe. Ist die Frage natürlich auch, wie gut der deckt. Hier steht, dass der auch für Tattoo-Cover-Dingsbums da gedacht ist. Also, dass der super, super gut deckt, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall
werde ich dann auch mal ausprobieren. So, das sind eigentlich auch schon alle Sachen, die ich gekauft habe, glaube ich. Jetzt hier Concealer, steht da irgendwas Spannendes drauf? Und wie gesagt, keine Garantie auf irgendwelche Richtigkeit oder sowas, aber es macht mir einfach Spaß, sowas auszuprobieren, ohne mich darüber zu informieren. Ich habe natürlich jetzt hier nicht so ein gutes Licht und wenn ich das normale Licht anmache, glaube ich, bringt das auch nichts, weil ich brauche ein Licht von vorne. Aber das ist, ich sehe einen Unterschied. Ich glaube, ich baue mir mal eben mein Ringlicht auf. Das ist optimal. Das Ringlicht, jetzt muss ich noch das Kabel hier umlegen, dass ich da nicht hängen bleibe. Also das Ringlicht steht jetzt hier da und ich stehe vorm Spiegel und es ist alles super. So, jetzt, ich würde am liebsten das ganze Video nochmal von vorne anfangen, weil ich jetzt so zufrieden bin mit dieser Lichtlösung. Auf jeden Fall mache ich jetzt das mit dem Concealer alles mal fertig, dass ich zufrieden auch bin. Wobei jetzt plötzlich bei dem Licht bin ich jetzt hier auch zufrieden. Egal, ich mache erstmal alle Unreinheiten und alles weg. Ich mache mich erstmal glatt sozusagen und dann probiere ich die Contouring-Palette und ich zeitraffer das für euch hier, meine Retusche. So, ich muss sagen, ich glaube, entweder das Ei oder der Concealer riecht übelst krass. Ich glaube, die Kombination, das riecht so gut. Keine Ahnung. Ich bin jetzt erstmal soweit fertig. Ich habe mir so überlegt, ob es mehr Sinn macht, den Concealer gleich auf das Ei zu machen. Das probiere ich beim nächsten Mal. Und jetzt geht es an das Thema Contouring. Und ich habe einfach keine Ahnung davon. Und ich habe einfach trotzdem Verlust da drauf. Und ich glaube, man sieht die helle Farbe nicht auf meiner Haut, weil sie so hell ist. Also kann ich es auch einfach nur als Puder benutzen. Dann gleich die dunkle Farbe. Okay, die sieht man. Doch, die sieht man. So, also ich habe gehört, man macht sich erst einen dünnen Streifen, boah, der staubt, auf den Wangenknochen und tut das dann nach unten und oben. So. Dings halt. Naja, so. Wie nennt man das? Verblenden. Und man kann so machen, so. Und dann sieht man so diese Richtungen, die man irgendwie gehen muss. Und ich habe keine Ahnung. Aber man sieht auf jeden Fall jetzt einen Unterschied von rechts und links. Und ich tue das jetzt mal mit, welches Ei muss dran glauben, das Rosa. Damit noch ein bisschen verblenden. Sieht man noch was davon? Also, linke Seite, rechte Seite. Falsch, das ist links, das ist rechts. Das ist ein Unterschied. Ja, doch, also wenn ich das hier so sehe, ist die Seite gar nicht so schlecht. Das staubt so ultra. So, einmal nach unten. Einmal nach oben. Und jetzt, rechts-links-Vergleich. Ich mache jetzt, ich stelle mich mal so hin. So. Und ich stelle mich mal so hin. Also die Contouring-Palette sieht auch aktuell ganz schön wild aus. So. Jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich schon besitze. Und zwar verwende ich jetzt den hier für diesen Soft Rouge und mache mir das einmal auf die Augenlider. Das ist der Rouge. Spiegelt sich natürlich nur das Ringlicht. Das ist die Farbe 02, aber ganz ehrlich, da geht es um Weihnachten. Das ist eine Weihnachtsedition. Und zwar nicht von diesem Weihnachten. Also das Ei nimmt es schon mal sehr gut auf. Das geht super mit dieser Spitze von dem Ei.
das ist gleichmäßig. Aber ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Ich mache mir das jetzt gleich noch auf die Lippen. Ja, was soll ich sagen? Es passt halt irgendwie null zu dem, was ich heute anhabe, ne? Das jetzt fast fertig. Ja. Ja, also das Ei ist jetzt auch gut gefärbt und jetzt gibt es eigentlich nur noch ein kleines bisschen Wimperntusch und dann denke ich auch, dass ich fertig bin. Und ich finde, das ist auch ein alltagstauglicher Look, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, Wimperntusche. Ich würde sagen, Alltagslook, Alltagsupdate, Alltagslook-Update, was auch immer, fertig. Jetzt mal meine Haare schön hier so und nicht wieder irgendwie in die Wimperntusche und dann ins Gesicht. So. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und der kleine Haul, Mini-Haul, gab ja wirklich nicht viel und euch ein bisschen inspiriert hat, auch ja, ihr euch vielleicht einfach nur unterhalten gefühlt habt, weil ich so unprofessionell bin, aber ihr trotzdem halt hoffentlich Spaß hattet. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und speziell auch bei dem Video, wenn Philipp mich schminkt. Das wäre, also das wird, glaube ich, lustig. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Wir sind ein ganz gemischter Kanal. Bei uns gibt es, also ich sage wir, weil eigentlich sind wir zu zweit. Bei uns gibt es Content jeder Art. Aktuell natürlich mehr von zu Hause, also weniger so Lost Places oder Reisevlogs. Aber dafür Unboxings, normale Alltagsvlogs, Umräum-Action, was auch immer halt gerade, ja, weil man bei Corona halt noch machen darf. Und ja, dann bis zum nächsten Video.